Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Inquisition. Folge 132. Wir sind immer noch in der feuchten Öden und auf der Suche nach Fairels oder Fairels Grab. Keine Ahnung, wo das ist. Alles, was ich weiß, ist, dass es bei einem Plateau ist mit zwei Zwergenstatuen. Also zwei Zwergenstatuen mit einem Plateau im Hintergrund. Hier sind überall Plateaus. Deswegen nehme ich mal an, ich bin richtig. Und hier war das Venatori-Lager. Und die Venatori sind ja auch nicht so doof, dass sie das Grab nicht finden würden. Also sie sind ja schlau genug, um ein Grab zu finden, oder? Sie haben nur die Rätsel nicht lösen können. Die zugegebenermaßen nicht besonders schwer waren. Einfach nur eine Geschichte zusammensetzen. Anfang, Mitten und Ende finden. Aber die Venatori waren scheinbar zu blöd dafür. Oder sie konnten die zwergischen Runen nicht entziffern. Was ich ehrlich gesagt nicht glaube. Ich glaube, das haben sie sogar gesagt, dass sie das können. Oben sind zwei Zwergenstatuen, aber ich glaube nicht, dass das die sind, die wir brauchen. Da ist wieder so ein Riss, auf die habe ich wieder keinen Bock. Ich weiß nicht, was los ist, aber die Risse gehen mir in letzter Zeit, oder derzeit, zumindest in dieser Gegend, einfach nur auf die Nerven. Ich will nichts damit zu tun haben, genauso wie alle anderen Kämpfe. Vielleicht hängt es allgemein mit der Gegend zusammen, dass sie so ruhig ist. Die ist wirklich ruhig. Ich glaube, das passt auch besser als langweilig. Sie ist wirklich verdammt ruhig. Irgendwie bezweifle ich, dass wir hier was finden. Wenn wir hier nichts finden, aber guck mal hier, Nacktstatue, schön. Wenn wir hier nichts finden, weiß ich nicht, wo wir sonst noch suchen sollen. Das Grab des Königs verehren. Wo steckst du, verehren? Es ist nicht so wichtig, ich will nicht unbedingt das Grab plündern, aber die Venatori sind auf der Suche nach der Waffe. Oder nach den Runen, das können wir nicht zulassen. Ich werde den Staub nie wieder aus der Kehle bekommen. Tja, ein Glück spiele ich nicht mit einem... Keine Ahnung. Eine Staubkarte. Kundari. Was soll er machen? Kundari-Statuen hier. Verstehe ich nicht so ganz. Was machen Kundari-Statuen hier? Wieso machen die Orlesianer-Statuen von Kundari? Auch die Statue von König Florian sah eher aus wie Kunari als alles andere. Hm. Eine Zwergenstatue. Offensichtlich den Kopf verloren. Aber es ist nicht das, was sie suchen. Kann doch nicht sein. Hm. Ein Mosaikteil. Tote Venatori. Wie es aussieht. Ich weiß nicht so recht, wo ich noch suchen soll. Da war ich noch nicht. In der Nähe des Lagers an der Bucht. Ich guck mich mal da um, vielleicht finde ich da was. Da, wo wir gestartet sind. Vielleicht waren wir ja näher am Ziel dran, als ich dachte. Oder als wir dachten. Zeig nochmal kurz. Ich guck nochmal kurz auf die Skizze. Das war's nicht. Nein, nein. Nein, nein, nein. Ach doch, da war's. Genau.
Karte des Gras von Faire. Es ist ein Plateau im Hintergrund und zwei Zwergenstatuen an einem Stein. Ist ja alles schön gut, aber wo soll das sein? Hier könnte das sein. Theoretisch. Ich will auch gar nicht rasten. Wenn sich die Zeit dadurch verstellen würde, dann würde ich rasten wollen. Tut's aber leider nicht. Es bleibt immer Nacht. Einerseits ist es angenehm ruhig. Andererseits wäre die Gegend bei Tag bestimmt um einiges schöner. Habt ihr vielleicht eine Idee, wo das sein könnte? Könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, wenn ich es noch nicht gefunden habe. Da ist wieder so ein Plateau. Da sind Dinger vom Nichts. Steine vom Nichts, Felsen vom Nichts. Ach, da ist nur eine Scherbe, genau. Da hinten sind Plateaus im Hintergrund. Aber drei Stück. Wir suchen eigentlich nur nach einem. Es sei denn, die anderen zwei sind nicht aufgezeichnet. Das wäre natürlich fies, aber denkbar. Die Sandklippen. Bisher noch keine Statuen in Sicht. Wir haben wieder Togelager. Ich glaube, da waren wir schon, oder? Ziemlich sicher. Nein, da waren wir noch nicht. Und wenn wir da waren, dann haben wir es noch nicht ausgelöscht. Aber es ist mir jetzt auch nicht so wichtig. Muss ich hier eigentlich zugeben. Ich will diese Statuen finden. Ich hänge hier schon viel zu lange in dem Gebiet rum, finde ich. Zumindest. Weiß ja nicht, wie du das siehst. Ich will hier so wenig Zeit wie möglich verbringen. Lasurit. Ah, guck mal einen an. Eine Bewohnung. Da sind wieder die Felsen im Hintergrund. Noch mehr Wyvern. Wyvern. Wo Wyvern sind, sind doch eigentlich auch Drachen. Und wo Drachen sind, sind doch eigentlich auch Schätze. Es kann sein, dass der König sein Grab da hat, wo die Wyvern oder wo die Drachen sind. Und ich glaube, es ist tatsächlich der Fall. Da hinten sind nämlich zwei Statuen an einem Felsen und im Hintergrund ein Plateau. Das bedeutet natürlich auch, dass hier irgendein Drache ist, wenn wir hier rüber sind. Und ein Drache oder das kann zusammen. Alter, scheiß Wyvern. Die sind aber hartnäckig. Warum sind die so schnell? Ich soll einfach nicht fertig werden. Ich muss gar keinen richtigen Bekommen.
Wöwer und Schuppen. Codex-Eintrag freigeschaltet, Wöwer. Ich töte doch schon die ganze Zeit Wöwer. Grab von Fahiril. Jetzt müssen wir nur noch die zwergischen Relikte finden. Aha. Was ist das? Klingt wie ein Drache. Hier muss irgendwo ein Nest sein. Ein Tagebuch über zwergische Ruinen. Ich war gerade mit Wappen an einer Wand beschäftigt, als ich Bilder von Waffen mit geflügelten Echsen bemerkte, die in der Dekoration eingearbeitet waren. Den Rest des Tages habe ich die zugehörigen Inschriften übersetzt. Dieser Vers wurde offensichtlich in Fariels? Ist der Fariel? Nein. Haus weitergegeben. Immer vom Vater zu Sohn. Über hunderte von Generationen. Aus dem Stein musst du nichts fürchten, aber der steinlose Himmel trügt mit Flammenflügeln. Wenn du an die Oberfläche musst, es keinen anderen Weg gibt, bring die Waffen mit gegen die Urtok und höre ihre Schreie. Urtok bedeutet Drache. Warum war das Teil eines alten Wappens? Warum waren diese Zwerge so besorgt wegen eines Monsters, das sie nie gesehen hatten? Dass sie es in ihre Waffen einarbeiteten. Dieser Ort wird mit jedem Tag merkwürdiger. Stimmt, woher wussten die Drachen? Ja, wo wussten die Zwerge, was Urtoks bzw. was Drachen sind? Warum waren die so besorgt wegen einem Drachen? Ich meine, es ist ein gottverdammter Drache, aber trotzdem. Speicher mal kurz. Und er schläft wieder. Da ist das ein Drache. Er ist genau zwischen uns und diesem Gebäude. Macht er das mit Absicht? Na klar. Aber ich glaube, den können wir umgehen. Sandtrailer. Den können wir umgehen. Das ist kein Problem. Schläft ja. Jetzt auch noch nachkommen. Kann man doch bestimmt erledigen. Seine Brut war ja nur 19. Bei der Stufe 19. Also. Kein Problem. Mosaikteil? 9 von 12 Opfer. Wir haben einige übersehen. Und was haben wir hier? 112 Gold. Bianca Zielrichtung 3 verbessert. Vorsprechen. Des Sturms, ein einzigartiger Dolch und ein ausgezeichneter Ring der Barrierendurchdringung. So eine Rune habe ich noch nie gesehen. Waren die Venatori hinter ihr her? Ihr haltet das Erbe eines Paragons in der Hand. Dafür haben ganze Reiche getötet. Ach, was sage ich? Sie tun es bis heute. Was sie auch bewirkt, sie ist vermutlich alt und unbezahlbar. Also lasst sie bitte nicht in den Sand fallen. Ich dachte, ihr interessiert euch nicht für Zwergengeschichte. Ihr wollt einen Lexikon-Eintrag? Dann fragt doch jemand anderen. Der Drache schläft immer noch. Also mal kurz gucken, welches Level der ist. Ich finde ihn ja eigentlich ganz niedlich. Und so friedlich. Bis er aufwacht natürlich. Stufe 20. Ich weiß nicht. Das ist schon ein majestätisches Tier. Hi. Ich bin nur hier, um dein Freund zu sein. Ich glaube, das willst du nicht, oder? Wenn du nicht willst, musst du eben spüren.
auch nicht so stark wie die andere. Endlich so wieder. Irgendwelche Resistenzen, von denen ich sage, anfällig für Kälteschaden. Ja, perfekt. Okay, eure Resistenz. Wir haben ja Vivian dabei. Also, Kälteschaden perfekt. Tut mir leid. Ich will dich gar nicht zurückkommen. Du lässt mir leider keine andere Wahl. Du hast mich leider angegriffen. Jetzt bleib doch mal stehen. Wenn das so weh tut, was tust du, sag immer wieder. Verstehe dich nicht. Ach, Baby, was machst du denn hier? Huch! So hat er denn so coole Augen? Hab ich das mir gerade eingebildet, dass er so coole Augen hat? Holst jetzt wieder deine Blut? Das bringt dir auch nicht viel. Varric. Ah, okay, das ist klar, alles klar. Ich setze das Maya normalerweise nicht ein, aber. Jetzt muss es einfach mal sein. Eigentlich muss es nicht sein, aber ich muss es gerade einsetzen. Jetzt auf den Felsen geballert, der positioniert und kann ich wieder runter. Wir treffen ihn nicht. Wir treffen schon. Irgendwie, wenn wir hier nicht im Weg stehen würden. Ach, Vivian, jetzt halt doch mal die Luft an und kümmere dich um die hier. Aus wie du, Cassandra. Er braucht nämlich Hilfe. Schon wieder kleine.
Halt, Vivien, der. Ah ne, Vivien. Der. Ist doch nicht so schwer. Tränke getroffen. Jo. Den wiederbeleben sollst du, nichts anderes. Blöde Magier. Kann ich aber auch viel hören. Nicht nur euch. Ja, gut. Er hat ja nichts gesagt. Aber nicht mich. Irgendwas stimmt doch mit Vivien nicht. Wieso kämpft sie mit so einem komischen Nahkampfding? Ist die etwa Narkane Kriegerin? Euer Akzent klingt nicht orlesianisch, eiserne Lady. Woher kommt ihr ursprünglich? Ich wurde in Wycombe geboren, falls das eine Rolle spielt. Ihr stammt auch aus den Marschen? Wycombe ist ein zivilisierter Stadtstaat, im Gegensatz zu anderen Städten. Ja, Starkhaven ist ein Sammelbecken für johlende Barbaren. Das allerdings ein Tick weniger stinkt als Tentervale. Hey. Wir in Ostwick sind zivilisierter als ihr alle zusammen. Ah, wir kommen ja auch aus den freien Marschen. Also, wir haben einiges an Ausrüstung bekommen. Das wäre da zum Beispiel die Robe des Hohen Hüters. Nur Elfen, okay. Damit hat sich das erledigt. Rüstung des Großhüters zum Beispiel ist doch auch nicht schlecht. Sieht nicht schlecht aus, ist aber schlechter. Doof.
Vielleicht können wir es in Casino geben. Ja, das ist gut. Okay. Dann hatten wir, glaube ich, noch eine Waffe. Ich bin mir nicht sicher. Nein, hatten wir nicht. Aber auf jeden Fall ist es was. Kampf, Fernkampf, Verteidigung, Fernkampf, Verteidigung, Fernkampf, Verteidigung. Gürtelte Fernkampf, Verteidigung. Okay. Gürtelte Nahkampf, Verteidigung. Ist doch auch nicht schlecht. Was hat sie denn hier? Fokus gewinnen, Nahkampfverteidigung. Moment, Fokus gewinnen? Ich war doch gar kein Fokus. Nahkampfverteidigung. Ring der Blockdurchdringung. Hm, haben wir schon. Ring des kritischen Schadens, Amulett der Ausdauer. Den können wir verschieben, brauchen wir nicht mehr. Die auch nicht. Den auch nicht, auch nicht, auch nicht. Auch nicht, so leid es mir tut. Den auch nicht. Und ich glaube, das war's, ja. Gut. Dann sind wir ja hier fertig mit dem Grund, warum wir hierher gekommen sind. Ich meine, wir sind noch lange nicht fertig. Wir müssen noch Risse im Nichts finden. 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 Wir müssen Scherben finden. Und wir müssen Sehenswürdigkeiten entdecken. Aber wir haben das Interessanteste gemacht. Weswegen auch ich auch sage, wir sind damit fertig. Ja, wir sind damit fertig. Das heißt, wir gehen zurück in die Himmelsweste. Wo ist es denn? Himmelsweste. Und gucken mal nach, was wir machen können. Also am Kartentisch. Und dann gucken wir mal nach, was wir in der nächsten Folge machen können. In welches Gebiet wir gehen können. Westgraten. Oder nehmen wir uns endlich mal den grauen Wächtern an. Das wird ja auch mal Zeit eigentlich. Ich meine, Hawk hat uns schon vor... Oder wir haben Hawk schon vor... 50 Folgen oder so, ich weiß es nicht, um Hilfe gebeten. Vielleicht waren es auch erst 20 oder 30. Ich meine, es waren mindestens 30 Folgen. Aber bindet mich nicht dran fest. An dieser Aussage. Okay. So, was machen wir denn nun? Irgendwelche Quests hier. Nö. Okay. Scheint ja alles klar zu laufen hier. Inquisitor. Ja, Beric? Was kann ich für euch tun? Nichts. Ach ja, genau, wir haben noch die Elfenrüstung. Da haben wir einen Elfen. Solus. Robe des Hohen Hüters. Wieso kriegt er zweimal dieselbe Rüstung? Ich kann den Kerl nicht ausstehen. Fast schon so, als ob die uns dazu zwingen wollen, dass wir ihn dabei haben. Ich kann den Kerl aber nicht ausstehen. Tut mir leid. Quartiere. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Nein, 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 nein. Schwester Liliana lässt ausrichten, die Gäste sind unterwegs, die letzten Erbfragen sind geklärt und Mausgrau ist keine Frühlingsfarbe. Gut. Sagt ihr, wir haben das beste Gästezimmer vorbereitet. Die Erben werden kontaktiert werden und ja, ich weiß. Es ist mir ein Vergnügen. Nicht wohl. Auf ein andermal. Auf bald. Dann gucken wir mal kurz auf den Gartentisch. Moment, bevor wir das machen, gucken wir kurz ins Tagebuch. Also, in der Fauchnöten ist haben wir Risse und Risse und Risse und Risse und, ja. Das war's. In Hinterlanden haben wir noch Käfigbeschaffung. Verbotene Oase müssen wir immer noch Dinge tun.
Ich glaube, mit den Scherben zu würfeln. In der habenden Ebene müssen wir immer noch Schätze finden. Ja. Im Prise du Lion müssen wir die Brutstätten erledigen, also Drachen erledigen und die Türme befreien. Und Risse erledigen natürlich. Und Smaragdgräbern. Einen Schatz finden und immer noch einen Drachen erledigen, wenn ich mich richtig erinnere. Die Erinnerung der Grauen. In den Westgraten gefundene Artefakte. Westgraten, Westgraten und Samsons am Schrein vom Dumar finden, wo auch immer das sein soll. Und der Weg des Inquisitors. Hier wartet der Abgrund. Ein Freund von Merrick namens Hawk hat schon einmal gegen Korypheus gekämpft und fürchtet nun, die grauen Wächter könnten unter dem Einfluss dieser uralten dunklen Brut stehen. Hawk hat bei den Wächtern einen Kontaktmann, der vielleicht mehr darüber weiß, den Stroud. Wenn ich mich recht erinnere, war das so. Wir haben genug gemacht und wir könnten theoretisch den Kartentisch besuchen, um die Wächter zu finden. Aber wir haben noch den Marsch zum Westgarten und zwar eine ungewöhnlich große Anzahl von Reisenden ist unterwegs zu den Westgraten, einer lebensfeindlichen Einöde im westlichen Orly. Wir waren zwar gerade eben schon in der lebensfeindlichen Einöde, allerdings bei Nacht. Und das müssen wir noch machen, bevor die Hauptquest machen. Jetzt kümmern wir uns aber erstmal um den Kartentisch. Ganz schnell. Ach, wir haben noch einen Inquisitionsboni zu verteilen, tut mir leid. Was haben wir denn da? Also die Hofschneiderei. Können wir mehr Sachen mitbringen? Ich habe gehört, jemand habe eine Vorliebe für Drachenjagd entwickelt. Aha. Ja, wir haben schon ein paar erledigt. Mehr als der Held von Ferelden und Hawk zusammen. Oder? Moment. Ja, doch. Eltern für Raiden hat 2 erledigt. Ne, 3. Talk 1. Das macht 4. Wir haben den. Wo haben wir die erledigt? Moment. Muss mal kurz nachdenken. Unser erster erlegter Drache war in. In Hinterland, glaube ich. Das war der erste. Oder war es der zweite? Das war der zweite. Der erste war in den erhabenen Ebenen. Hinterland war der zweite. Dann gab es in den Prise du Lion zwei. Sch nee, eine. Dann haben wir noch gerade eben eine nicht. Das heißt, wir waren jetzt bei 4. Habe ich jetzt 4 oder 5 erledigt? Wenn wir noch eine erledigt haben, dann weiß ich nicht mehr wo. Ich glaube, wir haben 4 erledigt. Also haben wir genauso viele erledigt wie der Held von Ferelden und Ork zusammen. Freundin wichtigen Personen. Naja, anspruchsvolle Kunden, seltene Bestände, makelloser Ruf, eine Hand wäscht die andere. Das ist ja alles ganz schön und gut, aber es interessiert uns nicht. Gib mir deinen zusätzlichen MP-Bonus von 50% für jeden untersuchten Gegner, der auch rückendeckend für bereits abgeschlossene Untersuchungen gilt. Interessant. Kräuterkunde. Erfahrene Kräuterkunde ist eine Auswahl von Pflanzen der Stufe 1. Arkanes Wissen, Truppen. Sashs Methode. Eine von erhöht bei der Immunität von Gegnern gewonnen RP um 5%. Ja, nicht mehr so leicht abwerfen. Erhöht den maximalen Fokus auf 200. Pläne für Magier. Da. Wir erhöhen mal den Fokus auf 200. Und dann haben wir noch Aufträge zu lesen. Und Berichte zu lesen. Unsere Ressourcen, die vorhin aus dem Erhaben sind eingetroffen. 3 Beryllium, 3 Flechtreben und ein orlesianischer Thronaccessoire 1. 152 Gold. Und wir haben Ryzen der Virginien eingesetzt. Inquisitor, wir fühlen uns geehrt, der Inquisition zu dienen und werden unverzüglich aufbrechen. Ich biete dafür, dass die Koryphäus, was auch immer er sein mag, rasch besiegt. Es ist erschreckend, mit anzusehen, wie die Ermüdung unserer Welt strömen und unschuldige Leute in Gefahr bringt. Als Medium habe ich die Geister eingehend studiert. Ich weiß, dass viele dieser Armgeschöpfe unsere Welt nie etwas Böses wollten und gegen ihren Willen in sie hineingerissen wurden. Ohne dass sie selbst etwas dafür konnten, wurden sie in etwas Gefährliches verwandelt. Ich nannte einst eines dieser Geschöpfe meinen Freund. Ich habe ihn während des Aufstandes aus den Augen verloren und hatte nie Gelegenheit, ihn für meinen Fehler zu verzeihen.
um Verzeihung zu bitten oder ihm dabei zu helfen, wohlbehalten ins Nichts zurückzukehren. Zum Wohle sowohl dieser Welt als auch der Geister wünsche ich euch viel Erfolg. Herr Wischelin und ich werden unermüdlich für eure Sache kämpfen. In freundschaftlicher Verbundenheit, Rice. Darunter findet sich eine Anmeldung, die vermutlich von Co. stammt. Er erinnert sich. Natürlich macht er das, er ist ja der Freund. Was wäre denn für ein Freund, was ich mit mir das nicht machen würde? Ressourcen der Verunlöbnis. Den Speer im Lager, was können wir da nehmen? Was sie finden können, jegliche Pflanzen, was können wir da nehmen? Vandalaria. Und dann Lazarweed vorkommen. Oder Vulkangold und Paris. Das machen wir uns an die Arbeit. Abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Haben wir sonst noch irgendwelche anderen großartigen Berichte? Ich glaube nicht. Abgeschlossen, 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 abgeschlossen. Okay. Wir haben scheinbar keine Berichte mehr. Das heißt, ich sammle Geld mit Josie. Und sage Liliana, sie soll mal, keine Ahnung, mehr Elfenwurz sammeln. Dann wollen wir doch mal sehen. Ach, tut mir leid, da muss ich niesen. Ich glaube, ich habe es mir verkniffen. Ich bin mir sicher. So, wir sind jetzt bei 46 Minuten. Die Westrad untersuchen. Das machen wir in der nächsten Folge. Aber nicht mehr in dieser. Ja, nicht mehr in dieser, sondern in der nächsten. Das heißt, ich verabschiede mich. Ich beende auch die Aufnahmesession hier, um mal zu gucken, was so. Ich habe zu warten, was in den Kommentaren steht, wenn ich überhaupt abwarte. Keine Ahnung, es ist auf jeden Fall 1 Uhr nachts und ich muss noch rendern. Das mache ich normalerweise immer nachts, weil das am geschicktesten ist. Aus logischen Gründen. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Wir gehen in der nächsten Folge in die Westgrad. Nicht vergessen. Also ein neues Gebiet und laut Kartentisch ist es Teil der Hauptquest. Ich lasse mich überraschen.